Abendstund hat Gold im Mund. Seid herzlich gegrüßt, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Yonanda TV. Und ich freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf die Gefährdenlegung 7 Tage, 7 Nächte. Wir schauen mal, welche Hauptenergie über unserer kompletten Community-Woche sich ausbreitet. Ne? Wie der Mantel der heiligen Mutter sozusagen. Und da sind wir mal gespannt, was die Karten für eine Botschaft für uns da haben. Natürlich kannst du sagen, ja, das ist jetzt eine Legung für mich, wie jede andere auch. Ne? Und andere sagen wirklich, das ist so die Headline der ganzen Woche, das ist so die Hauptenergie der Woche. Und alle anderen Kartenlegungen, die wir so machen, sind so unter dieser Flagge. Das empfindet sicherlich jeder anders. Ich mache es einfach für euch, weil ich einfach Spaß habe, mit euch die Karten zu legen. Und ich bin schon echt gespannt. Schön, dass wir gemeinsam sind, und ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich bei allen neuen Zuschauern, die mir ein Abo dagelassen haben, und natürlich aus ganzem Herzen bei allen, die immer wieder mit dabei sind. Zwitschert es gerne weiter, sodass wir wachsen und gedeihen und uns miteinander freien, gell? Ja, das habe ich doch heute mal wieder gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich habe mir ein abendliches Käffchen gemacht. Kaffee geht ja bei mir immer. Ich hoffe, auch ihr macht es euch bequem. Ja, und wir schauen mal mit dem Rabentarot bei MJ Cullinane. Das ist ja so das Deck, was wir immer für die Gefährdenlegung nehmen. Welche Energie die stärkste Kraft hat. Und genau, das trägt ja unser Freund, der Esel. Ne? Der Esel trägt das stärkste Gewicht, ne? Die größte Last. Ja, hoffentlich ist es was Gutes, was er trägt. Gell, wir wissen es nicht. Wir fangen jetzt einfach mal an. So. Die Karte, die Energie mit dem meisten Gewicht, möge sich uns jetzt offenbaren für die kommenden 7 Tage, 7 Nächte. Rum wie die Bumm. Oh, haltet euch fest. Er ist am Weg. Ich fasse es nicht. Also das ist ja selbstredend. Ne? Der König der Kelche schwingt sich auf sein weißes Ross und gibt Gas. Ne? Das ist auch ein schöner Titel. Also der König der Kelche kommt in die Pötte. Man soll es nicht meinen, gell? Aber den Karten nach ist es so. Denkt dran, es ist eine allgemeine Kartenlegung. Gerade wenn die Karten so explizit genial fallen, muss ich doch nochmal darauf hinweisen, ihr wisst, wie es ist. Ne? Das ist eine kollektive Grundenergie. Das ist das Wetter, was für uns alle gilt, ne? Und uns persönlich beeinflusst. So, aber wir nehmen es mal so an, das meint auch der Kuckuck. Ne? So, wir nehmen es mal so an, der König der Kelche also kommt in die Pötte. Mit dem Ritter der Schwerter geht das Ganze ziemlich rasant vonstatten und kann auch leicht überfordernd wirken. Ne? Also, du weißt ja, wie es ist, der Ritter der Schwerter, der klopft mir zaghaft an und fragt, ob die holde Maid bereit ist, sondern der hebt die Tür aus den Angeln oder ja, du stehst dann da. Nee, du sitzt dann da auf deiner Couch im Wohnzimmer und das ganze Haus ist weggeblasen, weil er ganz schön Schwung hat. Ne? Also du wirst dann auch nicht gefragt, wenn der am Start ist, sondern du bist dann gestellt in dem Moment. Ne? Du bist gestellt vor vollendete Tatsachen nämlich. Ne? Und da kann es auch sein, dass er mit ziemlich viel Gefühl um die Ecke kommt. Ne? Weil er hat sich ja als Kelchkönig reingelegt. Na, da schauen wir mal weiter. Schauen wir mal weiter mit Erat Aliquando. Deine Geschichte bist du. Das ist das Kartendeck von mir. Auch das kannst du dir selbst erwerben. Und zwar im Shop. Du findest den Link zum Shop in der Infobox. Und in diesem Moment möchte ich auch ganz herzlich im Namen von der Conny Danke sagen. Bei allen, die so gerne im Shop stöbern. Oder eben auch den Shop weiterempfehlen. Und immer wieder ja, bei uns reinschneiden. Ne? Das freut uns und macht das motiviert uns in neuen Projekten. Da komme ich übrigens demnächst auch mit Neuigkeiten um die Ecke. Da werdet ihr bescheißert sein. Ich sag's euch. Upsa. Upsa. Was sind das heute für Versprecher? Das ist ja unfassbar. Oh, der meldet sich. Hier, die Kärtchen sind umso besser. Alle Kräfte wirken. Also er hat jetzt wahrscheinlich auch den Drang, eine Nachricht abzusetzen, in die Kommunikation zu gehen. Ne? Es kann aber auch eine Nachricht sein, die es in sich hat, ne? Die dir das Blech wegfliegen lässt. Ne? Bei dem Zahn, den er hier drauf hat, ja, das ist ja echt ein Ding hier. Also das ist ja mal eine Energie. Klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein, klar und rein sollt ihr sein. Das ist ja mal eine Energie.
Welche Rune oder welches Symbol wirkt denn da noch und tut sein Übriges, ne, bei unserem Kelchkönig? Ich habe gefischt und gefangen. Oh, die Ingwas, ne, das ist die Rune der Fruchtbarkeit. Man könnte schon fast sagen, es ist Schlupftag. Ne? Er hat hier vielleicht lange gebrütet, hat sich lange zurückgehalten, hat lange gebraucht, bis er in der entsprechenden Reife ist, endlich mal einen Schritt auf dich zuzugehen oder sich selbst mit dir zu konfrontieren. Der Schwertritter kann auch dafür stehen, dass er sich selbst konfrontiert. Ne? Und zwar, dass er sich seinen Gefühlen stellt. Das kommt mir auch noch gerade so rein. Ne? Und da hat er lange gebraucht und hat hier lange über seinem Ei gekluckt und ne, gebrütet, bis jetzt die Zeit endlich reif ist. Und hier kommt jemand wirklich mit Nachricht um die Ecke. Und zwar mit einer Nachricht, die dich wegfegen kann. Also vielleicht kriegst du wirklich eine Gefühlsoffenbarung. Das kann bei einigen sein. Oder er macht dir einen Vorschlag und es hat irgendetwas mit einer Idee zu tun und es geht um Fruchtbarkeit. Ja? Dass er mit dir gemeinsam etwas starten will. Die Ingwas ist auch der Ring. Man kann sich das gut merken. Ing, Ring. Und da geht es um Verbindlichkeit. Es kann auch sein, dass das, was er dir zu sagen hat, verbindlich ist. Also, dass du dich dann auch drauf verlassen kannst. Ne? Viele sagen jetzt, eieiei. Aber gut, wir lassen es mal so stehen. Wir freuen uns ja über gute Karten, gell? Das ist ja, so ist es ja gar nicht. Ne? Okay, schauen wir mal. Wo sollst du aufpassen? Wo darfst du wachsam sein? Was sagt unser Hundefreund? Ne? Spitzpass auf. Da schauen wir erstmal, was uns die Tarotkarten durchgeben. Ich muss sie nochmal ordentlich mischen. Ist ja heute legendär. Also so ein Einstieg. So. Spitzpass auf. Wo darf dein Blick ruhen? Oh, das ist was Schicksalhaftes. Ne? Wir haben hier noch das Rad des Schicksals und der Hund fordert dich auf, das Schicksalhafte an dieser Begegnung zu sehen. Ne? Also wir fassen das Ganze nochmal zusammen. Der König der Kelche, der kommt hier mit einer Energie um die Ecke, die dich wahrscheinlich sprachlos machen könnte. Ne? Es kann sein, dass er sich meldet, aber die Nachricht, die er dann schlussendlich dir zukommen lässt, da fliegt das Blech weg. Ne? So haben wir es ja gesagt. Alle Kräfte wirken. Es kann sein, dass er jetzt den absoluten Drang hat, aktiv zu werden, verbindlich zu werden. Oder er will was gemeinsam mit dir ausbrüten und er hat auch schon lange an etwas rumgebrütet. Mir kommt auch alles so rein, dass er dir einen Vorschlag zu machen hat. Das kann bei einigen so sein. Das ist unterschiedlich. Es gibt immer auch im Kollektiv immer verschiedene Gruppen. Ja? Und mir kommt alles wieder so rein. Es kann sein, dass er irgendwie eine Idee hat oder einen Vorschlag machen will. Aber es ist was Verbindliches. Das hat er lange mit sich rumgetragen und jetzt ist die Zeit reif, die Katze aus dem Sack zu lassen, ne, sozusagen. Und der Hund sagt, bedenke das Schicksal. Ne? Und da schauen wir jetzt gleich mal weiter mit Erhard Alejandro, um was es hier genau geht. Ein hohem Bogen. Ne? Fliegt der Bergkristall. Das heißt, du wirst dich hier an etwas erinnern. Also irgendwie sind heute die Lichtverhältnisse merkwürdig. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Ne? Der Bergkristall steht ja auch für Erinnerung. Das ist ja der Master Healer. Etwas kann auch in die Heilung gehen, was Karmisches. Der Hund sagt, schau dir genau an, was wird dir getriggert? Was darfst du heilen oder an was darfst du dich erinnern? Und ich habe hier das Gefühl, da kommt ein Prozess auf dich zu, weil die Schmiede bedeutet immer viel Arbeit. Da kommt ein Prozess auf dich zu und es geht hier darum, dass du dich hier vielleicht auch daran erinnerst, was euer Plan ist. Ne? Weil wenn man so ein karmisches Gegenüber hat, ne? Und das ist ja dann eine Energie, wo man sehr tiefe Gefühle hat, die einen manchmal vielleicht auch
ja, so ein bisschen wuschelig machen. Ne? Man hat vielleicht manchmal das Gefühl hier, man ist so ein bisschen am Rande des Wahnsinns. Ne? Wie heißt es so schön? Am Rande des Wahnsinns sitzt eine Katze und schubst alles runter. Ne? Ungefähr so fühlt man sich. Man selbst ist die Maus in dem Fall. Ne? Und genau da dürfen wir ja hinschauen. Es ist was Karmisches. An was erinnerst du dich? Was habt ihr denn abgemacht? Ne, das sind Verbindungen, also mit solchen Gegenübern, die streifst du nicht einfach ab. Die gehen tief. Zu tief hat man manchmal das Gefühl. Aber laut göttlichem Plan, ne, können sie gar nicht tief genug gehen. Und man darf sich hier erinnern mit dem Bergkristall, was man geplant hat, was man vorhat. Es ist nämlich was Schicksalhaftes. Und da darfst du hinschauen. Das ist völlig glosglockenklar. Mit der Rune. Ich habe was Großes gefragt. Nee, doch nicht. Oh, mit der Rune Wunjo. Und du sollst nie vergessen, es geht gut aus, sagt die Rune Wunjo. Egal, was da jetzt auf dich zukommt. Das heißt, der kommt in dein Feld reingebrettert, ja? Du bist sprachlos, dir fällt vielleicht alles aus dem Gesicht, ja? Und du sollst dich aber fangen und du hast die große Ehre, dich zu erinnern, Moment, um was geht's hier eigentlich? Was steht dahinter? Was steht hinter diesem Gefühl jetzt? Oder es macht ja was mit dir. Was zieht dir da so den Teppich weg? Was steht dahinter? Tiefer blicken. Was habt ihr geplant gemeinsam auf Wolke Wuff? Auf Wolke Wuff, ne? Was sagt der Hund? Hör auf den Hund. Blick hinter die Dinge. Das finde ich schon echt spannend. Also, ja, dann machen wir direkt mal weiter. Es geht sofort weiter mit der Gefühlsebene. Miets, miets, miets. Die Katze, die erzählt von den Gefühlen. Wir schauen jetzt hier erstmal, was wird denn hier gefühlt? Was wird hier gefühlt? Pass auf, wenn jetzt keine Person fällt, das heißt keine Königin, kein König, keine Dame, kein Herr, kein Herrscher, keine Herrscherin, so, ne? Wenn keine Person fällt, geht es grundsätzlich um die Gefühle, die euch beide betreffen. Fällt eine Person, zeigen sich die Gefühle dieser Person. Okay? Als Zuschauer, egal ob männlich oder weiblich, liegst du als Dame drin. Es sei denn, du fühlst es genau andersrum. Ne? So. Was erzählt die Katze über die Liebe? Ja, es geht um ihn. Also das ist gut, dass ich es gleich gesagt habe. Der Schwertkönig, ne, jetzt taucht er als Schwertkönig auf, nimmt sein Schwert der Klarheit in die Hand. Er klärt hier seine Gefühle. Und es kann sein, dass er hier mit dem Ass der Schwerter in eine Aussprache gehen will, dass er quatschen will. Es kann nämlich sein, dass er mit einer Nachricht um die Ecke kommt, so unter dem Motto, Schatz, wir müssen reden. Du fällst vom Glauben ab, weil das hat es ja noch nie gegeben, ne? So freiwillig und so. Aber es sieht aus, als ob er hier klären will. Er hat hier was zu sagen. Die Schwerter stehen auch für das Element Luftaustausch durch Sprache. Er hat hier was zu sagen. Und das liegt auf der Gefühlsebene. Das unterstreicht nochmal eindeutig mein Grundgefühl, dass er hier sich mit seinen eigenen Gefühlen konfrontiert. Habe ich ja ganz am Anfang gesagt, ne? Also es geht hier um ihn. Jetzt schauen wir mal, was unser Erhard noch oben drauf legt. Ne? So, und zwar Tischlein deck dich. Das ist ja schon mal richtig gut, weil er kommt hier anscheinend in den Reichtum der Gefühle, in die Fülle. Das ist die Erntekarte und der Joker. Also da würde ich mal wirklich sagen, er hat Gefühle, viele Gefühle und er spricht sie aus. Und zwar will er hier mit dir allein sein, unter vier Augen, in der guten Stube. Also das finde ich sehr bezeichnend. Und das kann ich natürlich auch wegflashen, gell? Dass er dich sehen will. Der will dich sehen. Er spricht hier aus, also das könnte eine Einladung sein, die er ausspricht. Er will dich sehen. Er will vielleicht tatsächlich mit dir essen gehen. Er lädt dich zum Essen ein. Das kann bei einigen so sein. Ne, sein Herz will mit dir essen gehen. Also sein Herz treibt ihn sozusagen in die gute Stube. Er will Zeit mit dir haben. Er will mit dir unter vier Augen klären.
bei einem Gläschen Wein, ne? Ungefähr so, oder bei einem Schöppchen, je nachdem. Das ist ja mal ein Ding. Für die, die keine Essenseinladung kriegen, bedeutet das ganz einfach, er will klären unter vier Augen. Es kann nämlich auch sein, dass es bedeutet, er hat ganz einfach die Fülle an Gefühl. Die lässt er jetzt zu, da will er jetzt drüber reden. Er will das offenbaren, was er fühlt. Und mit Tischlein deck dich ist das eine ganze Menge. Ne? Das kann also auch sein, wenn es jetzt nicht direkt um so ein Date geht. Ne? Ist ja krass. Denk an den Hund. Der Hund sagt, man darf hierhin doch fragen, was man überhaupt geplant hat. Ist das nicht spannend? Welche Rune liegt auf der Herzebene? Ein Herz liegt auf der Herzebene und es ist das Herz mit dem Klee. Und das ist so das Herz der Hoffnung. Das ist eben auch den Wert der kleinen Dinge zu schätzen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, was ist Liebe? Ne, das ist ja die Frage, die ich ständig stelle. Was ist Liebe? Und es kann sein, dass hier unser König auch so lange gebraucht hat, um in die Gänge zu kommen, weil er vielleicht eine völlig andere Vorstellung hat, ne, von der Liebe. Weil er vielleicht auch, meint er, durch die Liebe sehr verletzt wurde. Das macht für mich aber keinen Sinn, weil die Liebe selbst verletzt nicht. Es ist immer die Abwesenheit der Liebe, die verletzt. Ja, wenn die Liebe da ist, dann ist die Glückseligkeit da. Was sind denn die Kinder der Liebe? Die Glückseligkeit, die Freude, die Harmonie, die Leichtigkeit. Das sind alles Kinder der Liebe. Die Abwesenheit der Liebe, die verletzt. Ja? Dann kommt der Schmerz. Wenn die Liebe abwesend ist, ne, dann herrscht zum Beispiel die Eifersucht, die mit Eifer sucht. Ne? Oder das kann sogar die Leidenschaft sein, die da Leiden schafft. Ne? Leidenschaft ist auch sowas, also das ist so eine Gratwanderung. Ne? Eine Leidenschaft kann sehr positiv sein, die kann aber auch in so einen Schmerz kippen. Ne? Aber wenn die Leidenschaft Leiden erschafft, ist die Liebe abwesend. Da geht es um ja, vielleicht auch oftmals um Befriedigung des Egos, ne? Um Besitz, um Macht. Ja, Macht aber in dem Sinne von ich will, ne? Also dass dann so ein Druck dahinter ist. Das sind dann alles so Zeichen, die Liebe ist gerade abwesend und aus diesen Kräften heraus kann dann verletzt werden. Ne? Und hier liegt jetzt eher so die Erkenntnis, man schätzt im Herzen, ja, man schätzt im Herzen das zarte, vermeintlich kleine Glück. Und am Ende des Tages sind es die vielen kleinen Glücks, die ein großes ergeben. Den Klee gibt es überall. Man darf einfach hinschauen. Es hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ja. Reich sind die, die die Kleinigkeiten zu schätzen wissen. Weil die sind jeden Tag, sammeln die Reichtume dazu, wie so ein Eichhörnchen, was Nüsse sammelt. Ne? Die eine kleine Nuss, die, das ist halt eine kleine Nuss, ne? Unter Umständen vielleicht auch hohl. Aber der ganze Berg Nüsse, ne? Jetzt stellt euch mal vor, so ein Eichhörnchen, so ein kleines süßes Eichhörnchen mit einem dicken Po, ja? Weil es ja ganz viele Nüsse schon gehamstert hat. Das hat dann diesen riesen Berg Nüsse vor sich, ne? Und der leuchtet dann so. Und das ist dann total stolz auf sich, weil jede einzelne Nuss hat es gesammelt, gewertschätzt, abgebusselt und auf den Berg so angestapelt. Ne? Also, ja, das ist eine schöne Energie, also spannend. Dann schauen wir mal weiter. Die Aussichten in der fraglichen Angelegenheit. Ne? Da fragen wir mal unseren Gockel Konstantin. Ne? Den seht ihr jetzt, glaube ich, alle ganz gut. Ne? Wo geht denn die Reise hin? Wo geht denn die Reise mit diesem König hin, der da in Quark kommt, der aus sich rauskommt? Aber wie, ne? Muss man ja schon fast sagen. Oh, oh, yes. Das ist ja spannend. Also haben sich drei direkt rausgefavort. Zum einen Kommunikation. Also das sieht ja schon fast so aus und ich hoffe, dass ich ganz vielen von euch gratulieren darf, dass die Kommunikation hier in eine Beständigkeit geht. Weil der Goggle, der guckt in die Zukunft
Und da liegt die Bewegung und die Kommunikation drin. Die Acht der Stäbe ist eine Kommunikationskarte im Tarot. Na, das ist so wie Nachrichtenaustausch, ja. Dann haben wir hier, passt auf, ich habe es schon verstanden. Wir haben die Acht der Stäbe, die Situation bewegt sich, das ist die Bewegung. Und dann haben wir hier die Acht der Schwerter, die Unbeweglichkeit. Und dann haben wir hier nämlich die Mäßigkeit. Es soll hier nämlich in Zukunft das rechte Maß der Dinge gefunden werden. Zwischen Kommunikation und Worte, die nicht ausgesprochen werden, darf ein Gleichgewicht geschaffen werden. Das ist so ein Modell, das könnte folgendermaßen aussehen. Jetzt ist es ja so, der Zuschauer liebt ja die Kommunikation, wartet auf Nachricht, könnte am liebsten jeden Tag, den ganzen Tag Nachrichten austauschen. So, unser Schwertkönig hingegen, der ja hier sich als Kelchkönig jetzt auch zeigt. Ich habe nur den hier gerade zur Hand, ne? Weil hier Schwerter. Unser Schwertkönig hingegen kann auch sehr gut schweigen. So, jetzt haben wir da zwei Extreme. Der eine schweigt, der andere tauscht sich gerne aus. Und da darf so das rechte Maß der Dinge gefunden werden, ne? Der Kompromiss könnte sein, man hört sich regelmäßig, jetzt nicht 24/7, aber es kommt so eine Kontinuität rein, ne? Also keine Kontaktabbrüche mehr, wo man wirklich wochenlang so gar nichts hört oder man wird geghostet, Nachrichten werden nicht beantwortet und, sondern es kommt hier, es kann sein, passt auf, mir kommt gerade rein, zuerst kommt das eine Extrem, Nachrichten werden eine Zeit lang am laufenden Band ausgetauscht, dann kann es sein, dass da wieder so ein Schweigemoment kommt, ne, wo gar nichts mehr geht. Und dann kommt die Mäßigkeit und bringt diese beiden Energien in Einklang. Ja, und dann kommt da so eine Beständigkeit rein. Ne, also das darf dann auch so sein, zum Beispiel, du hörst einen Tag nichts, vielleicht auch zwei Tage, machst dir aber keine Gedanken, weil du weißt, spätestens am dritten Tag hört man wieder voneinander. Irgendwie so in diese Richtung. Ne, dass da auch so der Druck rausgeht, weil man darf eins nicht vergessen, er ist halt auch, wie er ist. Ne. Und wenn ein Mensch eher wortkarg ist oder nicht so gerne sich austauscht, ist es etwas, wo er ja an sich arbeiten muss, es besser zu machen. Ne? So, und das andere Extrem ist jemand, der sich unglaublich gerne austauscht und am liebsten den ganzen Tag, der darf sich der darf an sich arbeiten, so ein bisschen aus der Erwartungshaltung rauszugehen. Ne? Da sind wir wieder bei unserem schönen Spruch, Erwartung ist ein Netz, die Hoffnung ist eine Angel. Ne? Ne, also mit einem Netz versuchst du natürlich so viele wie mögliche Nachrichten rauszufischen und mit der Angel bist du glücklich, wenn eine dranhängt. Ne? Ungefähr so. Ja, genial. Also mit der Mäßigkeit geht es hier um Heilung der Extreme. So dass der Austausch oder auch der Kontakt mit diesem König ganz einfach in ruhige Gewässer kommt. Ne? Und die Black Pearl schifft auf dem Ozean der Gefühle. Ne? Keine Gefahr im Verzug. Ja, ungefähr so. Jetzt schauen wir aber mal, was Erat Aliquando noch dazu zu sagen hat. Die Maus ist gut und der Überfluss. Hier ist Fülle möglich. Also in dem Fall würde ich wirklich sagen, mit Maus und Überfluss ist in dieser Verbindung in Zukunft absolute Fülle möglich. Die Fülle ist übrig. Warum sage ich denn das so? Weil sie die ganze Zeit schon da war. Ja, und weil die Fülle nämlich abgelehnt wurde. Und es ist ja so, dass er jetzt hier im Herzen in die Fülle kommt, weil er den Wert erkennt. Er erkennt deinen Wert. Und deshalb ist die Fülle übrig. Und ja, die ganze Verbindung darf jetzt in eine Erfüllung gehen. Also, das ist ja zu schön, um wahr zu sein, gell? Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Es ist zu schön, um wahr zu sein, Schatz. Aber gute Karten nehmen wir immer gern. Ich wiederhole. So, dann haben wir hier den Schaukelstuhl der Duld. Ne? Wer schon länger meine Videos schaut, weiß, dass die Duld das Wesen der Geduld ist. Das ist das liebende Mütterlein, die sitzt im Lehnstuhl und strickt. Und die hat einen Dutt auf dem Kopf, schlohweiße Haare, ein ganz freundliches, rundes, runzeliges Gesicht. Und die hat schon alles erlebt. Und die weiß um die Liebe, die weiß um die Gefühle, die weiß um den Kummer, die hat schon alle Geschichten gehört.
Und die weiß im Endeffekt, dass alles gut und richtig ist, dass alles erlebt und erfüllt und erfüllt und erfüllt sein will. Ja? Und bei mir kommt hier wirklich rein, dass jetzt die Ernte möglich ist und dass die Geduld, die man hier hatte, miteinander oder eben auch dem anderen gegenüber, dass die sich auszahlt und gelohnt hat. Es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Ne? Das kommt mir so deutlich rein. Das ist so eine schöne Energie, die wir hier haben. Also das ist ja, da müssen wir jetzt direkt, da gucke ich nochmal, was uns hier die Hobbelhasen von der Nicole, die holen wir jetzt auch nochmal. Dann wollen wir nochmal tiefer reingehen. So, wo sind sie? Da schauen wir nochmal. Eine kleine Zusatzbotschaft. Ne? So, das ist das Seelenhasengespräch Teil 1 von meiner lieben Kollegin Nicole. Liebes Orakel Herzenssache, ich habe auf die Nicole in der Infobox verlinkt. Und wenn dir die Hobbelhasen gefallen, dann kannst du dir die auch bei der Nicole bestellen. Dann schickt sie dir eins. Ne? So, erstmal wollen wir wissen, was würdest du ihm denn jetzt gerne sagen? Hast aber keine Möglichkeit, weil er ist weg. Ne? So. Was würdest du ihm denn gerne sagen? Also sagen wir es mal so, deine Seele. Ne? Deine Seelenbotschaft an dein Gegenüber. Seelenkommunikation. Ich spüre dich, ich höre dich. Deine Seele, meine Seele sind eins. Die hatten wir doch erst. Ich glaube, das wolltest du, glaube ich, am Donnerstag schon sagen, oder? Hatte ich die nicht in der Dorfkneipe? Oder hatte ich die, wann hatte ich denn die? Ihr wisst das immer besser als ich. Wann ist die gefallen? Und du hast es ihm schon mal gesagt, es ist genau die gleiche Energie. So, wir machen auf jeden drei. So, was würdest du ihm noch gerne sagen? Also du spürst ihn und du hörst ihn. Und auch wenn du ihn nicht siehst, er ist bei dir, ja? Soulmate. Du bist für mich gemacht, spürst du es auch? Also im Endeffekt sagst du hier, ich spüre dich und ich höre dich. Wir sind eine Einheit. Spürst du es auch? Du in meinen Armen, deinen Körper erkunden, daran denke ich gerade, ich will dich. Naja, ein bisschen hot bist du halt auch. Ne? Also ich würde mal sagen, du hast hier eine ziemliche Sehnsucht nach ihm. Und echt, also bei mir kommt rein, er spürt das ganz deutlich, weil sowas kommt an. Ne? Der wird dich genauso spüren. Ich bin gespannt, was er dir gleich zu sagen hat. Du teilst ihm also mit, du spürst ihn, du hörst ihn, du spürst die Einheit eurer Seelen. Du fragst dich, ob er das auch spürt. Und ja, du schmachtest so nach ihm. Ne? Du wärst jetzt so unheimlich gerne bei ihm, in seinen Armen. Und ach, ja, das ist schon so ein bisschen eine Katzenjammer-Energie. Ne? So eine ganz sehnsüchtige. Das ist wieder der Moment, wo die Katzi-Dame mit dem Herzchen-Halsband hoch oben im Loft am Fenster sitzt, ne, und auf die Straßenlaterne schaut und der Kater kommt vorbeigepirscht. Der mit den zerfetzten Ohren, ne, der mit den ganz vielen Beulen in der Rüstung, der schon ganz viele Kämpfe ausgetragen hat, aber das ist ja der allerhotteste, heißeste Kater und ach, und sie sitzt da oben, tja, und kommt nicht raus. Ne? Und dann finden die beiden einen Weg, dass sie durchs Dachfenster abhaut und treffen sich ganz einfach über dem Dächern. Ja, wer will, findet nämlich Wege und wer nicht will, findet Gründe. Was will er dir denn sagen? Was ist denn die Botschaft seiner Seele an deine Seele? Ja, es ist. Er geht mal wieder tief. Ich möchte mit dir reden. Ha! Genau das haben wir doch gerade gelegt. Viel blieb ungesagt, das möchte ich jetzt ändern. Also er will hier mit dir quatschen. Das ist unser Schwertkönig. Wo ist er denn? Das ist der Schwertkönig, der das Ass der Schwerter zückt, der hier klären will, der sich hier austauschen will, der quatschen will. Ganz genau so. Und hier haben wir es jetzt nochmal. Es hat sich verdoppelt. Ich möchte mit dir reden. Viel blieb ungesagt, das möchte ich jetzt ändern. Ich bin traurig und wütend zugleich. Die Angst hält mich gefangen. Wie es weitergeht, kann ich noch nicht sagen.
der hat halt einfach Angst. Also das ist der Grund seines Schweigens. Warum er sich vielleicht rausgezogen hat, sich nicht bei dir gemeldet hat, das ändert er jetzt. Ich habe das Gefühl, er überwindet jetzt diese Angst. Und kann schon sein, dass er trotzdem nicht weiß, wie es weitergeht. Na, weil wenn die Liebe zwischen euch einfach wäre, würde es jetzt nicht hier sitzen und Karten legen und klotzen. Ne? Aber er will hier diese Angst überwinden. Und ich habe auch das Gefühl, guck mal, ne, also hier schämt sich ja jemand. Ne? Und weiß einfach nicht, wie kann es weitergehen. Ja? Aber jemand möchte hier auch vielleicht über seine Ängste sprechen. Aber es geht hier um die Überwindung von Angst. Ich habe nämlich das Gefühl, genau das möchte er dir sagen. Ja, und dann, die Karte verfolgt uns ja auch. Im Dunkeln sieht mein Herz, deines am besten, ich sehe dich. Also damit drückt er eben auch seine Verbundenheit aus. Ich habe auch das Gefühl, in seinen dunkelsten Stunden denkt er an dich und da bist du bei ihm. Und das Beste ist, er will jetzt über alles reden. Ja. Unterster Hase. Das ist das. Das ist die Energie, die sich jetzt ablöst. Ich bin dann mal weg. Es geht gerade nicht. Es ist alles zu viel für mich. Und das kommt jetzt hier, also mit den Karten, definitiv in die Erlösung rein. Ne? So, dann schauen wir nochmal, was wir unterm Deck haben. Die 9 der Stäbe. Und das finde ich in diesem Deck eine ganz positive Energie. Weil der Rabe stellt hier, der widmet sich dem letzten Auftrag, der stellt den letzten Stab auf. 8 hat er schon aufgestellt, da könnte man auch sagen, die Kommunikation steht. Und der 9. geht darüber hinaus, hier kommt die Wolke, die Sonne kommt hinter den Wolken hervor. Und dieses Blatt hier sieht schon fast so ein bisschen aus wie der Heilige Geist, ne? Als ob er so eine Erleuchtung hat. Die 9 der Stäbe ist eigentlich so eine Karte, die sagt, ich beobachte, halte mich aber zurück. Weil ich habe einfach schon viele Beulen in der Rüstung. Ich bin schon oft verletzt worden. Das ist natürlich eine Energie, das glaube ich sofort, ja? Dass dein Gegenüber jemand ist, der schon viel Bruch erlitten hat. Jedoch hat er nie aufgegeben. Und er hat sich immer wieder selbst aufgestellt. Und auch jetzt ist er am Start. Der stellt sich gerade auf. Ich habe das Gefühl, er macht sich bereit. Und Erat Aliquando, da liegen seine Gefühle drunter. Guckt euch das an, da liegt er nochmal. Der geht jetzt ins Gefühl. Der geht ins Gefühl und diese Gefühle zeigt er in der Realität. Realität ist die 3D-Karte. Habe das Gefühl, er nimmt seine Gefühle an. Das habe ich ganz am Anfang auch gesagt. Er konfrontiert sich jetzt selbst mit seinen Gefühlen. Hier kommt was. Also für die, die schon länger nichts gehört haben oder wo halt auch so irgendwie so ein Cut ist oder wo Ghosting ein Thema ist und. Hier kommt was. Da, das war ja jetzt wohl eindeutig. Ne? Ja, da würde ich mal sagen, habe fertig, Schatzis. Und ich wollte euch heute eine Freude machen. Ich schneide nämlich nochmal rein. Ich lege jetzt nochmal weiter. Habe ich nämlich eben auf WhatsApp, ich liebe meinen WhatsApp-Kanal, muss ich sagen. Da findest du auch einen Link in der Infobox, wenn du den gerne abonnieren möchtest. Der kostet ja nichts. Da kannst du auch das Glöckchen aktivieren und dann kriegst du ja Nachricht von mir. Ne? Und dann habe ich mal so gefragt, weil ich nehme das so im Feld wahr, dass im Moment irgendwie auch schon so ein bisschen eine große Katzenjammer da ist, ne? Liebeskummer und so. Und eben, als ich drauf geschaut habe, waren ungefähr um die 700-800 Likes drunter und 590 davon hatten, also haben gesagt, ja, Liebeskummer. Ne? Das ist ja, also das sind ja viele. Es gibt auch Vereinzelte, die haben gemischte Gefühle, aber das sind eher wenige und die allerwenigsten sind happy. Ja, also 590 haben mir den gelben Daumen geschickt. Ich habe gesagt, schickt mir mal einen gelben Daumen, wenn ihr Liebeskummer habt. Und das sind jetzt sicherlich noch um einige mehr geworden. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich doch ein bisschen mich kümmern, ne? Weil ihr liegt mir echt am Herzen. Ich möchte mal reinschauen, was ist das? Und ich drehe jetzt ein Video für euch. Und zwar, wo ist mein ganzer Zettel? Nicht da. Ha, ich habe so einen schönen Titel durchgegeben gekriegt. Ach, dann lasst euch mal überraschen. Ihr werdet es schon gleich sehen. Auf jeden Fall gibt es dann nochmal von mir Message zu später Stunde. Schneide ich nochmal rein und zerpflückt die ganze Angelegenheit. Da wollen wir mal schauen, ne? was er fühlt, was er tut und was das für dich bedeutet. Ne? So, aber hier haben wir ja schon mal,
Hier haben wir ja schon mal ein ordentliches Ergebnis, mit dem können wir leben. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir einen lieben Kommentar, ein Like oder natürlich ein Abo dalasst. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen den Abend erhellen. Also die Karten, die sind mega. Damit könnt ihr bestimmt besser schlafen, oder? Und wenn wir nur alle ein bisschen schöne Zeit zusammen hatten, da kommt es doch drauf an, gell? Ja, und ansonsten schneide ich wieder raus und sage nochmal hier einen dicken Kuss. Bis später.